Ich sehe, dass ihr euch gut eingelebt habt, Master Steel. Wenn ihr Nahrung benötigt, nicht weit von unserem Kloster ist eine Wiese, die ideal für die Hasenjagd ist. Oh, cool. Ihr seid jederzeit eingeladen, denn die Biester sind eine wahre Plage. Danke, Bruder. Warum? Ich werde einige Jäger entsenden. Sir William hat eine Botschaft gesandt. Er verhandelt mit flämischen... Ja, komm hier, das brauchen wir nicht. Der will jetzt irgendwelche Fälle, deswegen machen wir das jetzt mal. Zack, hier Weberei. Schafsham ist natürlich klar. Ach, können wir nicht machen, nice. Dann noch ein Gehöft. Aber was natürlich passiert bei mehr Leuten, die jetzt übrigens hier in ihren Häusern einfach mal so spawnen oder so. Hier, guck, hier ist einfach Boden und dann stehen die einfach aus diesem Boden auf und laufen raus. Und auch noch eine Frau dazu. Wie geht es euch, mein Herr? Und ein Kind. Und natürlich bei mehr Leuten... Unsere Nahrungsvorräte... Oh, scheiße, unsere Nahrung geht ja richtig aus, Alter. Da müssen wir uns beeilen. Hier, zack, Jägerhütten, ganz viele. Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Ja, ich bemühe mich ja schon hier. Ich mache ja schon schnell. So, schön viel Nahrung. Eure Beliebtheit sinkt. Ja, komm. Ich kann doch nichts dafür. Hier, ist doch rappelvoll. Ist doch... Guck mal, hier hängen Bananen. Ich weiß, das soll Fleisch sein hier. Für mich sind das... Ja, Bananen sind es auch nicht. Ich weiß nicht, was das sein soll. Es ist gelb. Irgendwas hässliches Gelbes. So eine Schafszucht hier erstmal. Hier. Zack. Zack. Dann haben wir ja eigentlich alles. Machen wir noch eine Schafzucht. Noch eine Weberei. Haben wir noch Arbeitslose? Ja, Mist. Wir haben noch mehr Arbeitslose. Das ist kacke. Dann machen wir die eine hier weg. Weg mit dir. Weberei. Gut, und jetzt ist es eigentlich nur noch eine Sache von... Ich weiß nicht. Ja, eine Sache vom Warten. Unsere Nahrungsvorräte gehen zur Neige, mein Herr. Wir machen jetzt noch ein paar Jägerstände. Zack, 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 zack. Ein Gehöft. Und jetzt machen wir noch eine Weberei, damit es einfach schneller geht. Und noch eine Schafzucht, würde ich sagen. Und dann haben wir es eigentlich. Jetzt sehen wir hier die Leute da hinlaufen. Weil das ist lustig, wenn jetzt einer... Ja, hier. Och. Hier, ja. Guten Abend, mein Herr. Georg Fischer. Und wenn ich jetzt den Georg Fischer mal jetzt hier das hier mache, dann wird Georg Eure Fischer auf einmal... Rationen sind in Ordnung. Aber das ist auch schon alles. Zu Simon Springingsfeld oder so. Kriegt auf einmal einen anderen Namen, wird auf einmal Jäger. Hier muss es doch irgendetwas zu jagen geben. Und ändert seine Stimme. Doch irgendetwas zu jagen geben. Ja, hast du gesagt. Schön für dich. Ach, macht schneller. Ich habe keine Zeit. Hier muss es doch irgendetwas Mann, zu jagen ja! geben. Halt's Maul, bitte. Hier muss es doch irgendetwas zu jagen geben. Ach, Junge, hör einfach auf. So, was sagt denn hier die Frau? Wie geht es euch, mein Herr? Habt ihr einen schönen Tag? Ja, bis jetzt schon. Guten Abend, mein Herr. Hin und her und drehen und wenden. Ach ja, komm. Gut, ich setze hier, denke ich mal, einen Cut, bis wir die Leiste voll haben, außer es passiert jetzt was. Ach ja, ich kann ja nochmal sagen, bevor ich jetzt diesen Cut setze, dass ich diese Videos jetzt... ich denke mal in 10 Minuten Parts teilen werde, da ja mein Internet jetzt nicht so das Beste ist und deswegen ich maximal so 10 Minuten Videos hochladen kann. Ja, gut. Hier haben wir nochmal die Hasen, Herzi, Flummi und die juckt das einfach nicht. Guck mal, hier stehen die Jäger, schießen mit ihren Bögen drauf, obwohl die eigentlich die auch mit Messern angreifen könnten. Ich meine, die stehen 3 Meter entfernt davon. Klug auf jeden Fall. Jedenfalls erschießen sie jetzt gerade pausenlos diese Hasen, ohne die toten Hasen aufzusammeln. Ich glaube, denen macht einfach das Morden nur Spaß. Halt still, du. Ah, erwischt. Ja, siehst du. Hier muss es doch irgendwas zu jagen geben. Hast du das jetzt wirklich gerade gesagt? Guck mal, wovor du stehst. Vor einem... 10 Milliarden Hasen. Ungefähr. Also... Dann sehen wir uns jetzt gleich wieder. Sir William hat eine Botschaft gesandt. Oh.
Matthew, ihr müsst euch mit der Stoffherstellung beeilen. Flämische Handelsschiffe haben ein Langboot von Olaf Grimzahn, dem Wikingerfürsten, gesichtet. Es wird unserer Sache nicht nützen, wenn seine Berserker Amok laufen. Na doch, ist doch eigentlich ganz nett, oder? Kann man denen mal so Hallo sagen, man kann vielleicht auch mal... Ich weiß nicht, man kann sich ja mal kennenlernen mit denen, ne? Die Berserker müssen ja nicht unbedingt immer böse sein, ja? Können auch freundlich sein. Und wir haben richtig viel Rationen. Wir können eigentlich extra Rationen geben. Zusätzliche Rationen. Wie schön. Das gibt dann auch mehr Zufriedenheit bei der Bevölkerung. Und dann kommen auch mehr Leute in meine Stadt. Stadt. Wow, hier die drei Häuser. Gut, das ist schon eine größere Stadt als in den meisten Pokémon-Spielen. Aber trotzdem sind das lediglich nur drei Häuser und keine Stadt. Hier, gucken wir mal dem Jäger beim Jagen zu. Er dreht sich, schießt einmal, dreht sich noch einmal, schießt. Krass auf jeden Fall. Dreht sich wieder, schießt. Ich meine, der dreht sich und schießt sofort, ja? Der dreht sich um, sieht das erste, ja, und schießt da drauf, ja? Egal, ob ich das jetzt bin, egal, ob das jetzt der... Oh nein, du, bitte bleib mal da. Egal, ob das jetzt hier der Holzfäller ist. Er dreht sich um und schießt einfach sofort, ja? Ja, hallo Schaf, du bist Rose, du bist Flausche. Ja, Flausche ist besonders Flausche. Habe ich gehört. Flausche, Rose, Flausche, Rose, Flausche. Wie heißt du? Sir William hat eine Botschaft gesandt. Flausche. Olaf ist auf dem Weg zu euch und die Flammen haben ihre Bogenschützen noch nicht entsandt. Ich sende euch einen Burgwart, der euch in Militärfragen zur Seite steht. Doch bitte eilt. Wir sind verdammt. Niemand kann Olaf aufhalten. Wir können es nicht mit seinen blutrünstigen Berserkern aufnehmen. Olaf, Digga. Olaf. Natürlich könnt ihr das mit Olaf aufnehmen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass diese Schafe hier sehr kreative Namen haben. Und ich muss sagen, dass die Vielfalt dieser Namen echt gewaltig ist in diesem Spiel. Ich meine, wir haben Rosi, wir haben Flauschi, wir haben Rosi. Hier ist das Kloster, wo die ja so viel machen, muss ich sagen. Der eine hat ja gesagt, er muss sich seinen Tätigkeiten wieder zuwidmen. Ja, was macht er denn wohl den ganzen Tag? Wir können hier, das ist so ein Gebäude, da kann man nicht reingucken. Ich weiß nicht, wenn man keine Freizeit hat, dann... Oder wenn man zu viel Freizeit hat, dann... Naja. Ich weiß nicht, was der da drinnen macht, aber ich weiß auch nicht, ob ich das sehen möchte. Boah, Weberin im Anmarsch. Hübsches Leinen ist das. Hübsches Leinen ist das, Die sieht mehr aus wie ein Mann als manch andere Leute. Das ist der letzte der Stoffe. Ich hoffe, dass Sir William einen Plan hat. Wir können uns nicht verteidigen. Ja, ist doch schön. Man braucht auch nicht immer eine Armee. Sieht man ja in der deutschen Armee momentan. Geht doch auch ohne. Wie wär's denn mit einem Kompromiss? Sag doch einfach Olaf, du gibst ihm ein Geschenk. Ein Wandererzähler ist eingetroffen. Ein Armreifen. Gib einfach Olaf einen Armreifen. Es war einmal ein König, der ein großes Gelage hielt. Er lud Fürsten und Fürstinnen aus dem ganzen Königreich ein, um mit ihnen zu feiern. Alter, der schwule Stimme. Die Köche und Diener waren so mit den Vorbereitungen beschäftigt, dass sie den Verräter in ihrer Mitte nicht bemerkten. Nicht bemerkten. Die Gäste kamen an und priesen die Leckereien auf der Tafel. Vor genau 5 Jahren endeten die Kämpfe in unserem Land. Ich habe euch gerufen, damit wir gemeinsam... Und er spricht mit Nase zu, einfach mal. Und vor 100 Jahren endeten die Kämpfe im Land. Erhebt eure Gläser mit mir auf einen Neuanfang. Ruft einen Apotheker, der König wurde vergiftet. Der König wusste, dass sein Leben am seidenen Faden hing und rief Sir William an seiner Seite. Sir William, übernimmt Befehl über unsere Armee. Ich fürchte um die Sicherheit unseres Volkes. Eure Majestät,
Ich werde unsere Grenzen sorgsamst überwachen. Hat man ja gemerkt. Das war die Geschichte von der Deswegen Vergiftung gehören jetzt Königs. Irgendwelchen Baronen solche Länder rein. Da gibt's Krieg und so. Das werden wir später noch sehen. So, nächste Mission. Das soll eine Burg sein! Das wird eine der schnellsten Schlachten, die ihr je erlebt habt! Ihr braucht mich hier nicht. Ich ziehe die Küste hinunter. Ich weiß noch, dass Olaf bei seinem letzten Überfall in unserem Land nichts als Zerstörung hinterließ. Er schlachtete ganze Familien ab. Meine Leute sollen nicht das Gleiche erleiden. Williams Burgwart ist eingetroffen und endlich habe ich einige Männer, die ich anführen kann. Olaf einfach. Der Name ist zwar sehr nicht gut gewählt, sage ich mal, ja, aber dafür ist dieser Charakter einfach in diesem Spiel einfach richtig geil. Wir werden ihn noch kennenlernen. Leider in der Kampagne, ja, weil Olaf wird uns noch einige Schwierigkeiten zubereiten. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Das werde ich jetzt hier höchstwahrscheinlich bisher in zwei Parts geteilt haben. Und falls dieser Part jetzt nicht von der Länge ausreicht, werde ich gleich weitermachen. Also wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!